Phoenix nachgefragt, heute mit Andreas Rinke. Er ist Chefkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters. Guten Tag in die Hauptstadt. Herr Rinke, können Sie mich hören? Ja, ich verstehe Sie gut. Herr Rinke, Sie können mich nicht hören? Doch, alles in Ordnung, wunderbar. Herr Rinke, Sie schreiben ja über diesen Deutschlandtag der Jungen Union, das sei so eine Art Gruppentherapiesitzung gewesen. Was ist denn dabei hochgekommen? Naja, man hat in diesen drei Tagen gesehen, dass die CDU und die CSU, das ist ja eine gemeinsame Jugendorganisation beider Parteien, wirklich sehr mit sich ringt, die absehbare Oppositionsrolle anzunehmen. Es gibt gleichzeitig den Wunsch nach Abrechnung, nach Aufarbeitung und nach Neuaufstellung. Und eine Partei, die 16 Jahre jetzt die Kanzlerin gestellt hat und jetzt in die Opposition muss, kämpft erkennbar damit, sich für diese neue Zeit aufzustellen. Zumal diese eine Person, die man sucht, die jetzt dem CDU-Chef Armin Laschet nachfolgen könnte, noch nicht da ist oder sich herausgemändelt hat. Sie hatten eben in Ihrem Beitrag ja erwähnt, dass es eine Mitgliederbefragung höchstwahrscheinlich gibt. Das wird am Wochenende entschieden. Und dann wird man sehen, ob sich die CDU und wie sie sich neu aufstellt. Welchen Eindruck haben Sie denn? Sie haben ja erwähnt, da waren ja einige Kandidaten für den Vorsitz, waren ja vor Ort in Münster. Gibt es da eine Präferenz der Jungen Union oder ist das völlig ergebnisoffen im Moment? Ich glaube, es ist ergebnisoffen. Jens Spahn hat eine Rede gehalten, die so interpretiert wurde, dass es eine Art Bewerbungsrede war. Carsten Linnemann, einer der Wirtschaftspolitiker der Union, ist sehr gefeiert worden. Ist auch klar, er kommt auch aus den Reihen der Jungen Union. Norbert Röttgen war zwar da, hat aber nicht geredet. Friedrich Merz hat geredet, stieß aber etwas auf Vorbehalte mit seinen doch sehr dunklen Warnungen über die Zukunft der CDU. Ich glaube, das ist keine Vorentscheidung gewesen, die da am Wochenende gefallen ist. Das Applausometer bei der Jungen Union ist noch nicht entscheidend dafür, wer neuer CDU-Chef wird. Unterdessen geht es ja in Berlin heute weiter in Sachen Sondierung und den Übergang in Koalitionsgespräche. Heute Mittag tagen die Führungsgremien der FDP. Das scheint ja nur eine Formsache zu sein, dass auch die FDP Koalitionsverhandlungen zustimmt. Unterdessen hat man so ein bisschen den Eindruck, dass es einen regelrechten Fight oder Kampf um das Finanzministerium geben könnte. Die Grünen reklamieren das sehr deutlich für sich und auch die FDP. Was hört man da in Berlin, Herr Rinke? Ist es eine Show, die da für die Öffentlichkeit inszeniert wird oder ist das tatsächlich offen? Ich glaube, es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, das sehen eigentlich alle Beobachter so und auch die Vertreter der Parteien, dass die FDP auch mit dem Angebot an Christian Lindner, das Finanzministerium zu besetzen, in diese Ampel gezogen werden soll. Entschieden ist es natürlich noch nicht. Alle drei Parteien haben betont, dass diese Fragen erst Ende der Koalitionsgespräche entschieden werden soll. Aber es gibt eine klare Präferenz. Da werden natürlich im Moment auch etwas die Preise hochgetrieben, in dem Fall seitens der Grünen, denke ich. Im Moment konzentriert man sich, glaube ich, darauf, erstmal den Weg zu ebnen, dass die FDP heute, wie erwartet, wirklich zustimmt. Sie hatte immerhin den weitesten Weg in diese Ampelkoalition. Für die SPD und für die Grünen war er etwas kürzer. Es war ja gestern der Grüne Länderrat, fand ja statt, wo die Grünen zugestimmt haben, diesen Koalitionsgesprächen. Da war eigentlich gar nicht so sehr viel die Rede von Klimaschutz, sondern auch sehr viel die Rede von Sozialpolitik, Stichwort Bürgergeld, Hartz IV, Stichwort Mindestlohn und so weiter. Könnte das darauf hinauslaufen, dass die Grünen auch in der Sozialpolitik noch mehr Pflöcke werden durchsetzen wollen und müssen? Ich glaube, das war schon im Wahlkampf erkennbar, dass die Grünen über ihr Kernthema Umweltpolitik hinaus den Status einer Erfolgspartei anstreben. Dazu braucht es noch klarere Positionierung in vielen anderen Feldern. Sozialpolitik ist definitiv eins dieser Felder. Und deswegen denke ich, ja, wie Sie eben gesagt haben, die Grünen versuchen sich auch da zu profilieren. Das werden schwierige Themen sein, die sicher in den Koalitionsverhandlungen noch kommen. Es hat in diesen 12 Seiten Sondierungspapier nicht alles Platz gefunden. Es sind teilweise bewusst Leerstellen gelassen worden über strittige Themen, weil, wie gesagt, die Übung eigentlich war, erstmal zu zeigen, wir können, wir wollen.
Und wir bilden zumindest einige Brücken in Themen, die bisher strittig waren. Herr Rinke, der Rest kommt in den Koalitionsverhandlungen. Diese Koalitionsverhandlungen, Herr Rinke, wie sieht sozusagen die Zeitachse für diese Gespräche aus? Wird es dann direkt morgen zu richtigen Koalitionsverhandlungen kommen oder wird es noch was dauern? Ich glaube, es wird noch einige Tage dauern. Ich glaube, wahrscheinlicher ist, dass man Mitte der Woche mit den Koalitionsverhandlungen beginnt. Das ist aber auch nicht so entscheidend. Entscheidender ist, glaube ich, die Festlegung der drei Parteien, dass man anstrebt, wirklich bis Weihnachten eine neue Regierung aufzustellen. Also Tempo und Druck auf Tempo ist in diesen Verhandlungen drin. Man möchte keine lange Hängepartie und dann wird man sehen, ob die drei Parteien das wirklich hinkriegen. Andreas Rinke war das, Chefkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters. Ich jetzt sage vielen Dank für diese Einschätzung und einen schönen Tag noch in die Hauptstadt. Ich danke Ihnen.